kann man gar nicht beschreiben. Also das macht man einfach aus Leidenschaft. Minigolf ist kein stumpfes, ich dresch ein Bällchen in ein Löchelchen. Minigolf ist ernster Hochleistungssport, erklärt René, als wir uns in Fellmar treffen. Also ich bin hier mit ca. 1000 Bällen angereist ungefähr. Da sind natürlich ein paar ähnliche bei, aber grundsätzlich sind die doch schon fast alle unterschiedlich. Manche Bälle musst du warm machen, erklärt er händisch. Die meisten allerdings temperieren sie im Schlüpper, eingebettet in einer Socke. Was tut man nicht alles für den perfekten Schlag? Wobei, das ist kein Schlagen, eher ein sanftes Schieben. Ja, und dann staubt man ja auch tatsächlich, weil es ja auch ein Gefühlssport ist, wie viel Gefühl die Männer haben können. Ja, und Frauen erst. Jessica hat mal eben eine 19 vorgelegt. Nur 19 Schläge für 18 Löcher, was eine Kunst ist. Ein Millimeter schief getroffen, machen hinten Zentimeter vorbei. Konzentration. Einlochen. Wir sind schließlich nicht irgendwo. Es ist die deutsche Meisterschaft. Und über allem wachen Schiedsrichter. Gelbe Karte zum Beispiel wegen Irritation des Gegners durch Gefühlsausbrüche. 2 Strafschläge. Rote Karte. Dusche. Die Spieler sind nach dem langen Training und auch bei den guten Wetterbedingungen mit hohen Temperaturen auch einem psychischen Druck ausgesetzt, der dann auch mal bei einem Fehlschlag durchaus mal entladen wird. Und das finden wir natürlich nicht so toll und da achten wir dann schon sehr drauf. Das ist gerade noch okay. Minigolf ist halt pure Emotionen. Es ist halt einfach ein Ausgleich so zur Arbeit oder so, diesen Druck ablassen, weil du dich halt konzentrieren musst. Und alles, was so drumherum passiert ist, das ist halt einfach weg. Sven ist der Lokalmatador, nebenbei der Vorsitzende vom 1. Minigolf-Club Kassel-Fellmar. Der kennt die Bahn, jedes Fitzelchen Unebenheit. Bist du unschlagbar, hast du im Blut. Hast du gedacht? Auswärts bist du viel lockerer, sagt er. Alleine schon die verschiedenen Lichtverhältnisse können da sehr irritieren. Und ein Stäubchen im berechneten Rollweg, bist du 1 Millimeter aus der Spur, aus die Maus. Putzen kann helfen, muss aber nicht. 10 Durchgänge, 10 mal 18 Bahnen, deutsche Meisterschaft in Fellmar bei Kassel. Nerven flattern hinter Flatterband. Ja!